Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Todes-DPM auf Tier 7, aktuell im Angebot im Premium-Shop die ISU 122S. Bis zum 3. März früh um 6 könnt ihr euch diesen Tier 7 Premium-Jagdpanzer bei den Russen-Sowjets in die Garage stellen und passend... Zeitlich sehr passend habe ich ein Replay von Bunker-Feldwebel bekommen und entsprechend schauen wir uns diesen Jagdpanzer heute mal an. Und wer die Kurzform haben will, es ist ein turmloser Jagdpanzer mit einer ziemlich krassen DPM und einer sehr, sehr mäßigen Mobilität. Das hat nichts mit Meta zu tun und dementsprechend ist das Fahrzeug nur für Liebhaber gedacht, meiner Meinung nach. Die Angebote im Shop, entweder 23,04 € mit Panzermannschaft, ein bisschen Gold, ein bisschen EP-Booster oder wenn man richtig Geld ausgeben will, 45,71 € mit noch mehr Gold einer Mannschaft, in beiden Angeboten mit Waffenbrüder als Nullvorteil und auch noch ein paar Booster und 30 Tagen Premium braucht man sicherlich nicht unbedingt. Ihr bekommt hier eine Stock-DPM von 3162 Schadenspunkten pro Minute. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Es ist sogar ein bisschen besser noch als der andere Premium 7er TD bei den Russen, nämlich die SU 12244. Die Kanonen sind aber ansonsten identisch. 0,41 die Genauigkeit, 2,9 Sekunden die Einzielzeit. Die Softstats auf der SU 12244 nochmal minimal schlechter. Aber ansonsten bekommen wir hier schon ein sehr, sehr ähnliches Paket. Allerdings ist die 12244 ein bisschen mobiler, hat ein deutlich besseres Leistungsgewicht und auch die Drehfreudigkeiten sind deutlich besser. Also man qualifiziert sich hier primär über die nochmal gesteigerte DPM. Nachladezeit sind 7,4 Sekunden entsprechend mit Ansetzer und hier auch noch Bondlüftung, die da verbaut war, kommt man dann schon deutlich unter 7. Ja, also weit an die 6 ran, würde ich vermuten. Und ihr bekommt ein bisschen mehr Gun Depression hier. Die 12244 hat ja nur 4 Grad. Ihr habt hier auf der 6 Grad Gun Depression, aber auch nur 870 Lebenspunkte. Auch das ist zwar mehr als auf der 12244. Aber ja, es ist ein TD. Die haben noch nie viele Lebenspunkte in der Regel gehabt und von daher hat, also das herausstechende Merkmal ist die DPM, aber ja, ihr könnt auch nicht viel einstecken, weil ihr ansonsten halt einfach rausgeklatscht werdet und relativ schnell Geschichte seid. Zumal auch außer die Kanonenblende das Ding frontal nicht wirklich viel zum Bouncen beiträgt. Aber solche Situationen wie hier, mal abgesehen davon, dass es eine Top-Tier-Runde ist, kann man mit der ISU hier deutlich besser spielen, weil sie halt das Quäntchen an Gun Depression mitbringt, was man braucht. Und aufgrund der Einzielzeit und auch der Genauigkeit ist das jetzt nicht unbedingt ein klassischer Jagdpanzer, der hinten rumsteht. In so einer Top-Tier-Runde habt ihr nicht das Problem, was die Durchschlagswerte angeht. 175 auf Standard-AP, 217 auf Premium-APCR, 390 der Alpha. Aber ihr seht schon, gegen 8er und dann auch spätestens gegen 9er habt ihr halt massive Probleme, was den Durchschlag angeht. Weil man halt mit dieser Kanone auch auf große Distanzen keine Weak-Spots anvisieren kann. Oder sagen wir mal, nicht zuverlässig anvisieren kann. Und wenn ihr zu nah rangeht, dann seid ihr im Fokus und seid eure Lebenspunkte schneller los, als ihr Lebenspunkte sagen könnt. Und ihr merkt schon, entsprechend ist die Begeisterung, die ich diesem Jagdpanzer hier entgegenbringe, so ein bisschen mäßig. Ich finde tatsächlich die 12244, auch wenn sie die gleiche Kanone hat und eine etwas schlechtere DPM, etwas besser, weil sie einfach ein bisschen besser bouncen kann, meiner Meinung nach. Und auch deutlich mobiler ist. Nicht nur beim Topspeed, sondern vor allen Dingen auch bei den Drehfreudigkeiten. Und damit halt auch einfach das Maß an Wendigkeit mitbringt, was man dann in so einem Nahkampf-TD auch einfach braucht.
Und wir sehen es hier, der VK-36 geht zwar am Ende raus, aber mit der konischen Kanone kann er hier auf jeden Fall gut nochmal Lebenspunkte rausziehen. Und jetzt ist Bunker hier auch schon auf 140 Lebenspunkte runter. Er kann sich hier im Grunde von keinem der Gegner mehr einen Treffer leisten. Sonst ist er tot. Also sagen wir mal so, er darf sich nicht durchschlagen lassen. Aber nichtsdestotrotz, die Kanone erfordert, dass er ran muss. An den T1 kommt er noch nicht. So, vor ihm Basotto, T34. Hinter ihm noch ein T1 und ein Stuck 3G. Er spekuliert ein bisschen drauf, dass die oben weiterfahren, der KV1. Jetzt tut er das auch. Aber zu spät. Für Bunker jedenfalls. Also zusammengefasst. Wenn ihr turmlose TD-Liebhaber seid und ihr habt diesen Panzer noch nicht, dann gebt euer Geld aus. Das war knapp. Nichtsdestotrotz würde ich selbst für Liebhaber sagen, lasst es einfach bleiben. Lasst es einfach bleiben. Ihr werdet mit dem Matchmaking und mit dem Power Creep, mit den Fahrzeugen, die mittlerweile über die ganzen Jahre auf Tier 8 und Tier 9 hinzugefügt wurden, keinen Spaß haben mit diesem Jagdpanzer. Das ist hier eine Top-Tier-Runde. Ja, da funktioniert es schon mal. Da kann man natürlich richtig schön abräumen hier. Und mit 390 Alpha auf Tier 7 kann man schon einigen ein ordentliches Loch stanzen. Aber es ändert nichts daran, dass selbst das kleine Angebot für die 23 Euro meiner Meinung nach zu hoch angesetzt ist. Es wäre schön gewesen, wenn es den Panzer einfach noch ohne Beilagen gegeben hätte, also ohne das Gold. Und hier der Basotto, ja, erlöst ihn am Ende, wenn man das so sagen kann. Er macht hier 3200 Schadenspunkte, hat aber den Krieger mit seinem Kill noch voll gemacht. Mannschaftstechnisch muss man hier fairerweise noch sagen, ist sie zum Leveln von High-Tier-TD-Crews bei den Russen relativ gut geeignet. Es kann manchmal sein, dass ihr einen zweiten Ladenschütze organisieren müsst für die ISU hier, für die 122S, aber ansonsten passt das vom Crew-Layout eigentlich recht gut. Ja, Todes-DPM auf Tier 7 ist halt am Ende nicht alles. Na, wenn man Fahrzeuge in World of Tanks hat, die sich ganz krass auf eine Spezialität ausrichten, also in dem Fall die DPM, dann leiden in der Regel andere Eigenschaften. Und gerade bei turmlosen Jagdpanzern führt das dann relativ schnell dazu, dass ihr Probleme bekommt, einfach aufgrund dieser Turmlosigkeit. Das ist bei anderen Fahrzeugen in anderen Klassen vielleicht nicht immer so der Fall, dass eine krasse Spezialität auch automatisch dazu führt, dass der Panzer insgesamt vom Paket nicht so interessant ist. Aber gerade bei den turmlosen TDs, die mit ihrer Spielweise ja nun einfach mal sehr speziell sind, führt das dann in der Regel dazu. Am Ende sehen wir hier das Panzerass trotz Top-Tier-Runde, Großkaliber und Top Gun für 6 Kills. 3.198 Schadenspunkte, 6 Kills, 1.207 Basiserfahrungspunkte. Und ja, mit den ganzen Boni, die es hier gibt, und dann nur fast nur Standard-AP, ich hätte fast gesagt nur AP, aber nein, es war glaube ich auch ein oder zwei APCR auf den T29 mit dabei, sind es hier 143.000 Credits raus. Das ist natürlich ziemlich nett. Wenn wir die 90.000 abziehen, relativiert sich das Ganze aber auch relativ schnell. Dann sind es nämlich nur noch 25.000 Credits. Das ist dann irgendwie, wobei hier fehlt wieder irgendwas in der Rechnung. Das ist wieder der Bug bei World Replays. Aber sei es drum. Mit dem Boni ganz nett, den es hier gab. In der Regel dann, wenn man in so einer Top-Tier-Runde ist, macht sie ihre Credits. Wenn man aber gegen 8er oder 9er antreten muss und die Pen dann nicht mehr ausreicht, dann wird es relativ schnell teuer. 635 geblockt. Ja, gegen Low-Tier-Fahrzeuge funktioniert das. Gegen Top-Tier-Fahrzeuge dann schon nicht mehr so sehr. Und insgesamt mit Tagessieg und Erfahrungspunkte Boni gibt es hier 5.433 Erfahrungspunkte.
Ich glaube, ich habe alles gesagt. Der Panzer ist, wie gesagt, bis zum 3. März früh um 6 im Angebot. Den Link packe ich euch bei Interesse natürlich mit in die Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm sehr gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, Namen nicht genannt. Gemon, Fenkulle, Gorwin, Cortano, Carbine und Roblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.